Hallo bei Feuer und Filme und jetzt gibt es die Kritik zu The Shape of Water. Das Flüstern des Wassers. Der neueste Film von Guillermo del Toro steht uns ab dem 15. Februar in die Kinosäle. Und Guillermo del Toro, den kennt ihr vielleicht, das ist der Regisseur von den beiden Hellboy-Filmen Pacific Rim und auch Pan's Labyrinth. Das sind alles Filme, die vereint eine Faszination mit dem Fantastischen, mit fantastischen Wesen, fantastischen Welten. Del Toro war schon immer jemand, der sich richtig hineinfühlt in solche Welten. Ja, und sein neuester Film The Shape of Water hat auch insgesamt sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Und in The Shape of Water geht es um eine Frau, die in den 50er Jahren in Amerika in einer Facility als Putzfrau arbeitet. Das ist irgendwie so eine wissenschaftliche Basis, wo Experimente durchgeführt werden. Und eines Tages wird dort ein Seewesen hingebracht und an dem werden Experimente vollzogen und sie entwickelt zu diesem Wesen eine ganz besondere Connection und fertig ist unsere Love Story. Wie man das von Del Toro kennt und auch erwarten kann, ist dieser Film einfach wunderschön. Ja. Das heißt, die Sets, die Kostüme, das ist alles von Hand gemacht oder zumindest wirkt es wie von Hand gemacht. Also es sind Practical Effects, es sind keine oder wenig CGI und alles sieht, wie gesagt, gebaut und gemacht aus. Und das ist bei Del Toro ja meistens so, dass er eben diese Sachen wahrscheinlich schon Jahre vorher in einem kleinen Notizbuch entworfen hat und jetzt bringt er sie endlich auf die Leinwand, weil es irgendwie klappt. Und genauso wirkt das bei diesem Film auch. Und es wirkt in diesem Zusammenhang auch so, als hätte er schon viel damit verbunden. Also als wäre das vielleicht eine Story, die er, wo er vielleicht schon wirklich länger dran gesessen hat oder sich länger dran gedacht hat, ich würde die gerne irgendwann mal machen. Ich weiß es letzten Endes nicht. Aber so wirkt der Film auf jeden Fall. Und das tut dem Film gut und sorgt dafür, dass man diesem Film viele Sachen abnimmt und in diese Immersion hineingeht, viel mehr, als man das bei anderen Filmen machen würde, die eine ähnliche Story verkaufen. Das funktioniert bei dem Film vor allen Dingen deswegen, weil alles eben so echt aussieht, ganz einfach. Und es wirkt im Kontext dieser Welt auch so gut wie immer realistisch. Man nimmt diesen Figuren das ab. Hinzu zu diesem wunderschönen Look kommt halt auch eine sehr, sehr starke Inszenierung. Ja. Da gibt es viele schöne Kamerafahrten und Übergänge, die kalkuliert genau überlegt sind, aber die nicht forciert oder unecht wirken, sondern die einen richtig schönen Flow ergeben in diesem Film. Und auch gespielt ist er ganz, ganz, ganz toll. Ja. Die Hauptdarstellerin, die hier nicht redet, weil sie ja stumm ist, macht einen ganz, ganz, ganz tollen Job. Ob Sally Hawkins dann auch bei den Oscars irgendwie Recognition bekommt, ist fraglich, aber wer weiß, unverdient wäre es nicht. Michael Shannon spielt hier sozusagen den Bösewicht. Michael Shannon ist ein toller Schauspieler, auch wenn er super gegen Superman kämpft. Er ist immer sehr intens und auch hier in diesem Film. Super Job auch von allen anderen Darstellern. Du nimmst denen diese Rollen einfach ab. Auch die Musik ist sehr, sehr schön. Wir haben unheimlich viele Kleinigkeiten und auch in der Geschichte sind unheimlich viele Kleinigkeiten, unheimlich viele Anspielungen auf bestimmte Dinge, die dann vielleicht auch nicht immer irgendwo hinführen, aber die einem eben das Gefühl von einer homogenen Welt geben. Also als hätte jeder Charakter dann eine gewisse Form von Geschichte und ein eigenes Leben. Und das funktioniert auch sehr gut. Ja. Allerdings ist es so, dass der Film auch ein paar Sachen hat, zumindest bei mir, die für mich nicht so gut funktioniert haben, auch was die Inszenierung angeht tatsächlich. Ist es nämlich so, dass mir ein paar Sachen zu sehr inszeniert waren. Es gibt in dem Film eine bestimmte Szene, die für mich einfach nicht reingepasst hat, die einfach mich rausgeworfen hat. Das war die erste Szene, in der dieses Wesen für mich wirkte wie ein Mensch in einem Kostüm. Und das hat für mich viel kaputt gemacht tatsächlich. Vorher war es immer so, dass ich es als ein Wesen wahrgenommen habe, als ein Lebewesen tatsächlich und nicht als ein Mensch in einem Kostüm. Und dann auf einmal, zack, war es ein Mensch im Kostüm. Was daran lag, dass diese Szene eben auch einfach ein bisschen rausfällt aus dem Film. Und das hat für mich sehr viel kaputt gemacht, leider. Dazu kommt noch, dass man sich fragen kann, ob dieser Film hat auf jeden Fall eine wichtige Botschaft. Es geht um Rassismus auch bis zu einem gewissen Grad. Und das macht der Film gut und das macht der Film auch sehr subtil auf eine gewisse Art und Weise. Allerdings ist es auch ein Liebesfilm und es ist jetzt die Frage, wo man da diese Gewichtung setzt und für mich hat diese Liebesfilm-Sache ein bisschen die andere Sache kaputt gemacht oder deswegen hat der Film für mich nicht funktioniert auf dieser Ebene ganz einfach, weil es eben insgesamt ein Märchen ist. Wenn wir schon von dieser Szene reden, geht es nicht nur um die Szene, sondern es ist, glaube ich, beispielhaft auch für viel von dem Film irgendwie. Für mich hat das gut funktioniert. Es ist überdramatisch, es ist sehr kitschig. Das ist halt auch das Ding. Das ist eine Liebesgeschichte und es ist ein Märchen. Wenn man sich jetzt erwartet, oh, das ist von Del Toro und ich weiß nicht, wie viele Jahre der Film sein wird, der ist recht brutal. Ja, auf jeden Fall. In den Szenen, wo Blut fließt, fließt Blut.
ist ab 16 oder so, dann wird das ja mehr so ein Horrorfilm. Nope, das ist eine Love Story. Und das hat auch seine richtig, richtig kitschigen Momente in dieser Liebesgeschichte drin, ja. Wenn das für einen nicht funktioniert. Für mich hat auch nicht alles funktioniert, aber das meiste davon schon. Und wie du auch gesagt hast, mit dieser Parabel von Rassismus und so weiter, die absolut in diesem Film eine Thematik ist. Das ist die Frage, wo man auch seine Fokussierung drauf setzt. Ja. Für mich stand die Liebesgeschichte tatsächlich mehr im Vordergrund. Deswegen hat für mich wahrscheinlich auch mehr funktioniert das Ganze, gerade aufgrund des Kitschfaktors, als für dich. Dieser Film folgt bis zum gewissen Grad eben auch einer typischen Märchenstruktur. Und da liegen halt eben einige Schwächen begraben. Ne? Es gibt halt eine relativ klare Schwarz- und Weiß-Zeichnung, die versucht wird aufzulösen, aber nicht wirklich. Das klappt nicht so richtig. Und das stimmt. Ne, ja. Das sind eben bestimmte Plotpoints, denen da gefolgt wird, die eben für so ein klassisches Märchen typisch sind. Und auch das war für mich ein bisschen zu einfach oder zu, ja, wie gesagt, ich hätte mir mehr erwartet von diesem doch interessanten Thema da drin. Gut, dann kommen wir noch zu den Wertungen, würde ich sagen. Soll ich anfangen? Bitte. Okay. Also, ich gebe The Shape of Water 7,5 von 10 Punkten. Trotz, wie wir gerade schon gesagt haben, dieser doch recht kitschigen, voraussehbaren Märchenstruktur ist dieser Film ein unglaublich immersives Erlebnis. Ich hatte das Gefühl, dieser Film, diese Story liegt Del Toro unglaublich am Herzen. In diesem Film gibt es nicht nur in Sachen Sets, sondern auch in Figuren und so weiter unglaublich viel zu entdecken, sodass sich auch ein zweites Mal anschauen auf jeden Fall lohnt. Es ist Eskapismus, fand ich, in reiner Kinoform, die mich nur seltenst rausgeworfen hat, in der man 2 Stunden lang versinken kann, in diese andere Welt eintauchen kann und es einfach ein bisschen genießen kann. Für mich hat das funktioniert und deswegen bin ich doch mit einem sehr runden Gefühl aus diesem Film ausgegangen. Im Gegensatz zu Crimson Peak, wieder ein richtig toller Del Toro. Ja, von meiner Seite aus gibt es 6 Punkte für den Film. Ich habe den Film gemocht in vielen Beziehungen, aber es gab eben viele Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, die mich rausgerissen haben. Vor allen Dingen war er dann auch, hatte er längere Strecken, also er hatte Partien, wo es ein bisschen sich länger angefühlt hat, wo ich mir einfach dachte, ach, jetzt könnte es vielleicht doch ein bisschen kürzer sein. Und die Schauspieler waren ganz toll, deswegen eben 6 Punkte. Aber wie gesagt, ein paar Sachen haben gar nicht funktioniert. Gerade zum Ende hin wurde es dann für mich einfach so ein bisschen, dass ich mir dachte, ach, irgendwie enttäuscht mich das hier eigentlich sogar ein bisschen für das, was am Anfang gewesen ist und deswegen nur 6. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked und subscribe uns doch auch. Teilt uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Sagt uns, was euer Lieblings-Del Toro-Film ist. Er hat ja noch ein paar gemacht als Regisseur. Und dann wünschen wir euch ein magisches Kino.